Ich habe mich entschlossen, Priester zu werden, als ich 16 Jahre alt war. Zu der Zeit war ich nicht gläubig, vielmehr sogar ein Atheist, welcher der Religion feindlich gegenüberstand. Andere Menschen und vor allem meine gläubige Mutter habe ich versucht zu überzeugen, dass es keinen Gott gibt und dass Religion Opium fürs Volk sei. Meine Mama hatte zu der Zeit viel Kummer mit mir, hat aber stets für mich gebetet, vor allem bei Pilgerfahrten. Die Wende kam, als meine Mutter mich gezwungen hat, zu einer orthodoxen Familienfreizeit auf der Krim zu fahren, die der damalige Wuppertaler Pfarrer Leonid Zipin, der Herr hab ihn selig, veranstaltete. Ich hatte mich mit allen Kräften gegen diese Fahrt gesträubt, aber meine Mutter erpresste mich. Sie sagte, dass wenn ich nicht mitkommen würde, sie auch nicht fahren würde. Da sie aber seit Jahren keinen Urlaub hatte und mit ihren Nerven am Ende war, würde sie ohne Erholung verrückt werden und in die Klapse kommen. Ich wollte meine Mama nicht verlieren und fuhr mit ihr. Sie versprach mir zwar, dass es dort auch junge Leute meines Alters geben würde, doch war ich davon überzeugt, dass sie alle Fanatiker wären. Ich hatte ein Bild vor Augen. Mehrere Jugendliche gehen auf einem Hof hin und her, ihre Augen geneigt zur Bibel, die sie in den Händen hielten. Daher stellte ich mich auf die langweiligsten 3 Wochen meines Lebens ein und nahm ein über 1000-seitiges C++-Kompendium mit. Wie sich jedoch schon im Zug herausstellte, waren diese jungen Leute ganz normale Jugendliche gewesen, mit denen ich mich auch schnell anfreundete. Während der Freizeit war für uns Jugendliche der Sohn von Vater Leonid verantwortlich, Benjamin. Ab Nachmittag versammelten wir uns zu Bibelstunden. Benjamin bereitete jeden Tag ein Thema vor, doch es gelang ihm kaum, dieses zu erzählen. Das lag an mir, denn ich versuchte, jeden seiner Sätze zu widerlegen. In meiner Erinnerung bestanden diese Abende darin, dass ich mit Benjamin diskutierte und die anderen zuhörten. Doch, wie man mir heute ansieht, waren seine Argumente überzeugender gewesen. Ich war schon seit der Kindheit getauft und wurde ab und an als Kind in die Kirche mitgenommen. Doch in diesen Tagen begann ich, an Gott zu glauben. Das hat mein Leben und vor allem meinen Berufswunsch stark verändert. Seit ich mit 8 Jahren das erste Mal in meinem Leben an einem Computer saß, wollte ich Programmierer werden. Doch als ich an Gott und somit auch an die Unsterblichkeit der Seele glaubte, kam ich zu der Erkenntnis, dass es nur einen Job gibt, der etwas für die Ewigkeit schafft. Der Priesterdienst. Der Dienst des Priesters ist der höchste Dienst auf dieser Welt. Natürlich sind alle Arbeiten wichtig. Gäbe es keine Bäcker, hätten wir nichts zu essen. Gäbe es keine Handwerker, hätten wir keine Häuser zum Leben. Doch alles Irdische vergeht. Mir wurde klar, dass auch die Computerprogramme, die ich schreiben würde, irgendwann nicht mehr aktuell wären und verschwinden würden. Das Einzige, was ewig bleibt, ist die Seele. Ebenso wurde mir also klar, dass wenn ich einem Menschen helfen würde, in den Himmel zu kommen, diese Arbeit für alle Ewigkeit erhalten bliebe. Und das hat mich überzeugt, aufs Priesterseminar zu gehen. Natürlich war das keine einfache Entscheidung. Vor 18 Jahren war das Leben eines Jugendlichen nicht viel anders als heute. Die meisten jungen Menschen hatten ganz andere Interessen, als in die Kirche zu gehen. Computerspiele, Party, Alkohol. Es gab ein paar Klassenkameraden, die sich über mich lustig gemacht haben. Doch die meisten haben das Ganze ganz locker genommen. Wahrscheinlich war es ihnen egal. Ab und zu fragten mich manche: "Na, Alexei, wann wirst du Papst?" Aber damit war ihr Interesse auch schon erschöpft. Ich war aber auch nicht zum Fanatiker geworden. Natürlich versuchte ich nicht zu sündigen, doch ansonsten führte ich bis zum Abschluss der Schule ein altersgerechtes Leben und nahm an den meisten Aktivitäten meiner Freunde teil. Als ich mit 18 die Schule abgeschlossen hatte, kamen die großen Veränderungen. Es war mir klar, dass ich erst 2 Jahre lang zur Kirche ging und vieles noch nicht wusste.
Daher habe ich beschlossen, vor dem Priesterseminar für ein Jahr ins Kloster zu gehen. Nicht um Mönch zu werden, sondern um das kirchliche Leben besser kennenzulernen und mich auf die Aufnahmeprüfungen vorzubereiten. Meine Wahl fiel auf die Skite des heiligen Spyridon in Gallnau. 2 Tage vor der Abreise ins Kloster, es war der 14. August 2005, schmiss ich eine Abschiedsparty. Ich mietete eine Halle an, lud um die 60 Leute ein und sorgte für Essen und Trinken. Ich wollte nochmal alle sehen, meine Klassenkameraden, Freunde aus der Kirche. Doch was als Abschied gedacht war, stellte sich als die größte Versuchung heraus. Später habe ich erfahren, dass so etwas oft passiert. Entschließt sich ein Mensch für den Dienst an Gott, Priester, Mönch oder Nonne zu werden, prüft Gott seine Absichten. Zum Beispiel berichten manche Nonnen, dass, obwohl Männer sich nie besonders für sie interessierten, als sie sich entschlossen, ins Kloster zu gehen, auf einmal mehrere nette, erfolgreiche und wohlhabende Männer ihnen Aufmerksamkeit schenkten und Heiratsanträge machten. Ähnliches passierte mir. Ich bekam an dem Tag alles, wonach ich mich als Jugendlicher gesehnt habe. Auf der Party war eine Menge Leute und auf einmal stand ich im Zentrum der Aufmerksamkeit und war cool. Das wurde noch getoppt. Ich lernte ein Mädchen kennen, was in meinen Augen einfach perfekt gewesen ist und in das ich mich sofort verliebte. Gott hatte mir in dem Moment quasi gesagt: Hier hast du alles, was du dein Leben lang wolltest. Nimm es und bleib hier, werde glücklich, lebe ein weltliches Leben. Wenn du mir aber nachfolgen willst, dann musst du das alles bewusst hinter dir lassen. Es war ein Drama, was sich in meinem Innersten abgespielt hat. Die Party war am Freitag, am Samstag räumte ich auf, packte meine Sachen und traf mich noch einmal mit dem Mädchen. Am Sonntag saß ich im Zug ins Kloster. Ich kann mich noch erinnern, wie ich zu Fuß vom Bahnhof Baldünstein nach Gallnau ging und eine Stunde lang das eine und dasselbe Lied hörte, das mich an meinen Abschied und dieses Mädchen erinnerte. Doch trotz dieses Dramas bin ich Gott dankbar, dass er mich vor die Wahl stellte und ich heute sagen kann, dass ich Priester bin, nicht weil ich im weltlichen Leben nicht erfolgreich werden konnte, sondern weil ich mich bewusst dafür entschieden habe. Und auch dafür, dass er mir Kraft gab, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Auch wenn es bis zum Priestertum noch viele Versuchungen gab, letztlich hat mir Gott alles gegeben, was ich wollte. Erfolg, eine tolle Frau, Kinder, eine Arbeit, die ich mag und viele Freunde sowie treue Gemeindemitglieder. Die Zeit im Kloster nutzte ich intensiv, um mich aufs Priesterseminar vorzubereiten. Mein geistlicher Vater sagte mir, das Wichtigste, was du als Priester können musst, ist beten. Denn was nützt ein Priester, der für seine Gemeinde nicht beten kann? Deswegen versuchte ich, das Gebet zu erlernen. Das Kloster war dazu der ideale Ort, um den Gottesdienst kennenzulernen. Im Gegensatz zu Pfarrgemeinden wird in Klöstern nämlich der volle Gottesdienstzyklus zelebriert, mit allen Wortgottesdiensten aus dem Horenbuch. Von diesem Wissen profitiere ich immer noch. In meiner Freizeit saß ich an Büchern und habe mich für die Aufnahmeprüfung vorbereitet. Das Jahr im Kloster war wohl das Jahr meines Lebens, das mich am meisten geprägt hat. Ich habe die Orthodoxie auf eine Weise kennengelernt, die wohl nie außerhalb des Klosters möglich gewesen wäre. Im alten Russland gab es eine solche Tradition. Bevor ein junger Mann verlobt wurde, wurde er für ein paar Monate ins Kloster geschickt. Zum einen war es eine Prüfung, ob das Klosterleben ihm nicht mehr passen würde als das Leben in einer Familie. Zum anderen war es eine solche Schule fürs Leben, wie ich sie dort gehabt habe. Ich kann jedem vom Herzen empfehlen, egal ob Junge oder Mädchen, jung oder alt, für eine Zeit lang ins Kloster zu gehen, dieses aufzusuchen. Es ist eine gigantische Erfahrung.
Als das Jahr zu Ende ging, war es an der Zeit, mich fürs Priesterseminar zu bewerben. Von Anfang an wollte ich das Priesterseminar in St. Petersburg besuchen. Das ist nämlich meine geliebte Geburtsstadt und ich habe dort eine Menge Verwandte. Meine Unterlagen waren schon vom Bischof unterzeichnet und der Umschlag mit dem Aufnahmeantrag war versiegelt. Eigentlich wollte ich an dem Tag in die Stadt fahren und den Brief zur Post bringen. Doch, wie es so schön heißt, der Mensch denkt und Gott lenkt. Während der Mittagszeit sprach ich an diesem Tag mit dem Ikonenmaler Alexander Stoljarow, der damals in Gainau lebte und die Ikonostase der Skite bemalte. Ich sagte ihm, dass ich nach St. Petersburg fahren werde. Doch er ermahnte mich. In St. Petersburg gibt es natürlich ein gutes Priesterseminar. Doch das älteste Seminar ist in Moskau. Dort unterrichten die besten Professoren. Die Ansichten dort sind konservativer. Und im Fokus steht dort das geistliche Leben und nicht das Lernen. Besonders das letzte Argument war für mich überzeugend. Ich bat den Bischof, die Empfehlung für das Moskauer Priesterseminar, eigentlich geistliche Akademie, zu ändern und machte mich auf nach Moskau. Oder eher gesagt in eine Vorstadt Moskaus, Sergiew Posad, in der sich die Moskauer Geistliche Akademie befindet. Später erfuhr ich von einem Seminaristensprichwort. In der Moskauer Akademie betet man, in der St. Petersburger lernt man und in der Minsker arbeitet man. Alle drei Charakteristiken sehe ich als bestätigt. Vor dem Studium musste ich noch zwei Versuchungen bewältigen. Dieses Mal kamen sie sogar von kirchlicher Seite. Die erste war die Versuchung der Wissenschaft. Als ich noch vor dem Studium die St. Petersburger Geistliche Akademie besuchte, sprach ich dort mit dem Dekan. Als er erfuhr, dass ich aus Deutschland komme, sagte er zu mir: Sie sollten vorher in Deutschland studieren, zum Beispiel Sprachen oder Geschichte. Wir haben viele Studenten, die das gerne machen würden, aber nicht können. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich zu bilden. Das hört sich auf den ersten Blick überzeugend an, doch in Wirklichkeit geht der Ratschlag am Ziel vorbei. Natürlich sollte ein Priester gebildet sein, doch der Dienst des Priesters ist nicht, theologische Arbeiten zu verfassen, alte Texte zu übersetzen oder Geschichte zu studieren, sondern ein Hirte zu sein, die Menschen zu Gott zu führen und ihnen in ihrem geistlichen Leben zu helfen. Alles andere sei Sprachwissenschaftlern und Historikern überlassen. Der Rat lag übrigens im Geiste der St. Petersburger Schule. Wir erinnern uns, dort lernt man. Die zweite Versuchung war das materielle Wohl. Mehrere Menschen redeten auf mich ein, ich sollte vor dem Priesterseminar einen weltlichen Beruf erlernen. Dieses Mal nicht mit dem Ziel der wissenschaftlichen Studien, sondern des Geldverdienstes. Sogar zwei hiesige Priester versuchten mich zu überzeugen. In Deutschland kann kaum ein orthodoxer Priester vom Lohn aus seiner Gemeinde leben. Die meisten Priester müssten einer weltlichen Tätigkeit nachgehen, um an ihr täglich Brot zu kommen. Du solltest auf jeden Fall einen solchen Beruf erlernen, der dich später ernährt, falls du nicht genug zum Leben haben solltest. Das hat mir wirklich zu denken gegeben. Und ich dachte sogar ans Informatikstudium oder zumindest an eine Ausbildung. In meinen Gedanken rief ich Vater Justin Rauer an und erzählte ihm von meinem Dilemma. Was ist, wenn ich aus dem Priesterseminar zurückkomme und nichts zum Leben habe? Darauf antwortete mir Vater Justin: Ja, wir wissen, Gott ist allmächtig, aber... Aber was? Fragte ich nach. Gott ist allmächtig, aber Menschen denken sich immer ein Aber aus, warum Gottes Allmacht doch nicht wirkt. Gott ist allmächtig, aber dies, Gott ist allmächtig, aber jenes. Vater Justin riet mir damals, auf Gott zu vertrauen. Wenn Gott wollte, dass ich etwas zu essen haben würde, würde er dafür sorgen. Und tatsächlich, es war nicht immer leicht, aber letztlich hat Gott meine Frau und mir
immer genau genug Geld gegeben. Mein Konto ist immer bei Null. Nicht im Minus, weil wir für alles nötige Geld haben, und nicht im Plus, weil dort nicht mehr ist, als wir brauchen. Der Dienst des Priesters ist ein sehr interessanter und dankbarer Dienst. Und ich habe nie bereut, mich auf diesen Weg gemacht zu haben.